So, und damit willkommen zurück zur zweiten Folge von Dishonored. Mein Name ist Dennis Bram und wir haben jetzt 22:36 und ich habe im Facebook auch schon geschrieben, ja, dass ich mich heute ausgesperrt habe. Also ist echt hier live quasi nicht wirklich viel vorgespielt. Da ich in nächster Zeit in Urlaub fahren werde, wird es wohl dazu kommen, dass ich ein paar Folgen vorspielen muss, logischerweise. Aber aktuell sind wir noch aktuell, was wohl auch noch bis jetzt Freitag den 12. so sein wird. Und ja, derzeit kann ich glaube ich schon mal spoilern, dass gerade ein kleines Koop-Projekt in Richtung Sport mit Commander Krieger noch läuft. Wenn ihr generell Infos zu solchen Themen wenn ihr wollt, war, addet mich einfach auf Facebook unter am Bram. Da gibt es dann immer ein unnützes Wissen, allerhand anderen Bullshit, den die Welt nicht braucht. Ja, und wir fangen jetzt weiter an. Ach genau, ich habe natürlich eure Kommentare durchgelesen. Und das ist mir natürlich direkt aufgefallen, dass ihr sagt, Dennis, bist du eigentlich demotiviert gewesen? Das kann nicht wahr sein. Irgendwie macht dir das Spiel nicht so viel Spaß, oder? Und ich muss echt dabei sagen, das Spiel macht mir extrem viel Spaß. Fakt der Sache ist, warum ich demotiviert war. Ich finde eine Ausrüstungskiste, ja, weißt du sofort. Ich war nicht demotiviert, sondern ich bin einfach nur 15 Minuten vorher aufgestanden. Ich war einfach noch nicht wach. Ich saß da und habe eigentlich noch gechillt und habe eigentlich Dishonored gespielt. Ich dachte so, Alter, boah, du musst jetzt Dishonored spielen, die Leute wollen es sehen und du willst es ihnen bieten. Ja, und deswegen habe ich das so einfach so gemacht. Ja, aber bevor wir jetzt hier weiter rumladen, jetzt geht es wieder los mit Dishonored, neue Folge. Genau, ich hätte, ja, geht noch nicht ganz los. Bevor wir hier weiterspielen, stellt sich natürlich immer wieder die Frage für mich, An- und Abmoderation, ja oder nein, hättet ihr das gerne? Oder hättet ihr das lieber so, wie das zum Beispiel bei God of War oder ähnliches ist? Einfach so straight durch und dann mache ich halt irgendwie alle 15 Minuten einen Cut. Überlegt euch selbst, schreibt es mir in die Comments, ich lese es mir durch. Und anhand der Kommentare werde ich das dann früher oder später entscheiden, wie ich das hier fortführen werde. Es könnte also sein, dass ich das nochmal ändere. Aber jetzt genug gelabert, los geht es hier und wir machen gleich die Tür kaputt. Und das ist eine Ratte. Oh ja, eine geile Ratte. Oh Gott. Auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das. What the fuck? Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier... Oh, jetzt habe ich den Text unterlegen. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tief an der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieses Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Sehr gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. What the fuck, wieso haben diese einfach nur Ratten? Boah, was sind das für Killerratten, ey? Alter! LOL, bis auf die Knochen! Alter! LOL, da ist der Kopf gerade abgehauen. Leute, die snacken die ganz weg. Alter. Oh, erstmal rauchen. Alles klar, weiter geht's. Boah, das mit den Ratten fand ich jetzt eine krasse Scheiße. Stell ich mal vor, ihr würdet da so legen. So, nein! Nein! Friss mich nicht, Ratte! Friss mich nicht! Und in dem Moment nagt die dir den dicken Zeh ab, ey. Mein Gott, ist das widerlich. Joa, ab den Kanal entlang. Boah, hier müssen wir auch mal wieder sauber machen. Alter. Alter, wir sind die Ratten schon wieder. Das ist der nächste. Oh, what? What the fuck? Wir laufen lieber weiter. Ins Wasser. Boah, ich muss sagen, von den Ratten habe ich ja echt mal Schiss. Die sind ja mal richtig strunte, ey. So.
Oh ja. Na. Scheiß drauf. So, gucken wir uns hier mal um. Warning! Possible sewage overflow during heavy rain. Ja, ich glaube auch, dass das hier überfluten würde, wenn ich da mal richtig rein spritze. Alter, alles tote Säcke hier. Was haben wir denn hier? Ein paar Münzen. Gucken wir uns nachher mal an, was man damit alles kaufen kann. Weißt du? Leiche. Alter, ich bin voll der Monster-Styler. Okay. Noch sieht alles safe aus. Ja. Oh, boah, nice. Ja, ich stelle mein Essen auch mal so in die Kanalisation hin. Um dann ein bisschen Vorrat zu haben für den Fall, dass ich mal wieder da unten irgendwie rumchillexe. Ach genau. Eine Änderung wird es jetzt doch noch geben. Zwei sogar. Einmal Sound. Und zwar und natürlich unter Sound der Untertitel. Hauptdialog, alle Sprecher. Und unter Allgemein erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad auf den höchsten. Ich muss erst sagen, ich habe nämlich heute, nachdem ich die erste Folge aufgenommen habe und die gerendert hat, noch nachgeguckt. Und zwar das Testvideo der Games, da habe ich gesehen, wo Dishonored außerordentlich schlecht bewertet wurde. Ich sagte mit einer 84 und ich glaube mit einer der schlechtesten Wertung überhaupt, die es kassiert hat. Und ja, deswegen habe ich mir einfach gedacht, Alter, wenn die in der Game Show schon sagen, spielt das Spiel auf schwer, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, Schnuppis. Deswegen bin ich mal gespannt. Ein bisschen mehr Action wird es auf jeden Fall bedeuten. Ja, genau, ich sollte natürlich auch nicht zurücklaufen. Das ist extrem dumm. Weil dann geht die Story nicht voran. Alter, die Ratten, ja. Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Warte mal kurz. Scheint wohl ein Elixier zu geben. Aha. Ich bin voll Schiss von den Ratten. Leck mich an Eier! Boah! Alter Schwede, ey. Was mach ich denn jetzt? Nusselwegsratten, geht einmal hier rum. Ja, genau. Schön weiter. Komm schon. Jetzt seht ihr sie. Hier. Ihr miesen Tuntenmixer. Alter Fälle, die Ratten sind echt mega gefährlich. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ich finde das nicht in Ordnung, wie die mich verfolgen. Tja. Was soll man sonst noch sagen? Genau, erstmal die Gips. Oh, die Story. Ich weiß echt noch nicht genau, was ich davon halten soll. Mal Luki. Luki Luki machen. Boah! Alter! Alter, wie viel Damage das schon wieder gemacht hat.
Wir machen noch mal so ein Halter. Ja, dann gibt es jetzt nichts Cooles. Na, ja, wenigstens ein bisschen was zu saufen und zu fressen. Boah, leck mir doch die Eier, erschrecke ich mich hier. Boah, das kann ja echt nicht wahr sein. Da unten, das will ich noch haben. Was hätte? Noch zu essen? Sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Ah, da ist der Türwärter. Hat sich ein bisschen zurückgelegt, chillt ein bisschen und tut nichts. Naja, kein Wunder, die Seuche hier ausbricht. Hat echt nur so faule Schweine. Oh. Nur so faule Schweine als Bedienstete hat. Kann ich das nachvollziehen? Warum hier die Seuche das ganze Land platt macht. Wir chillen den ganzen Tag hier rum und tun nichts. Das ist die versteckte Ausrüstung. Hier ist nämlich auch noch die Leiche ab. Ah, die Leiche. Was ist denn die Hemlock? Ist eins. Hab ich schon was für ein Inventar? J. J. Inventar. Ausrüstung. Munition. Verbesserung. Ressourcen. So, keine Ahnung. Wir nehmen uns erstmal die Ausrüstungskiste. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die es sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffe, für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre in den Vrenhafen führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Klar. Das sieht doch schon mal alles sehr vielversprechend aus. J für die Schnellauswahl. Okay. Was ist das denn? Armbrustbolzen, Betäubungsbolzen. Wir töten. Töten wir? Nein, wir töten erstmal nicht. Scheiße. Was soll ich machen? Alter. LOL. Okay, erstmal Steuerungsfail. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um mich zu erinnern, solltest du bei dem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Wie auch immer, das ist das Tresor öffnen. Okay. Kombination erforderlich, Moment. Notiz nochmal. Jellys Anteil. Sollst du in deinem Whisky die Antwort suchen? Gibt es irgendwo eine Flasche Whisky? Da. Oh Gott, ey, ich vergesse immer, der rechte ist nicht Zoom. So, jetzt habe ich schon zwei Schuss verschwendet. Ich, Bobby. Whisky. Kannst du nicht lesen, steht was drauf? Willst du nicht? Wo ist der denn hin? Boah, ey, da müsste man mal einen Hurenstuhl Alkohol trinken. Ach, nicht mit am Arsch. Holen wir das doch mal aus. Okay, das war's nicht. 61. Ich kann die Whisky überhaupt nicht lesen, oder?
steht da eine Nummer drauf? Na egal. Das steht auch nächsten, immer im nächsten Monat zurückkommen. Okidoki. Jetzt haben wir uns hier gerade ein bisschen Asset-Fahrfrage. Aber ich möchte, wenn ich ganz ehrlich bin, diese verfickten Truhe öffnen. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Bastard! Ja, mach möglichst viel Lärm, wenn du kannst. Lass dich von oben auf einen Gegner abfallen, drücke kurz bevor du auf ihn so. Du stinkst wie ein toter Weiner. Ah, fuck, ey. Jetzt hab ich schon wieder einen Wichs gesoffen, den ich gar nicht wollte. So, Moment, es gibt auch noch dieses... Missionsgegenstand? Notizen. Ja, auch nicht. Egal, wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter. Okay, nehme ich den hier weg. Cool, da kann man rausschwimmen. Noch habe ich ein bisschen... eine Sekunde. Ja, mal kurz gucken, nochmal Inventar. Ausrüstung, Munition. Was ist das? Brandbolzen? Okay. Mal schauen mal kurz bis hier hinten irgendwo. Ich werde dein Versteck finden. Ah, okay, mit den Leertasten und Linkstasten kann ich. Ups, oder? Das war's mit dir! Okay, da bin ich gestorben. Nein! Gestorben! Okay, ich habe noch ein bisschen Chancenprobleme. Ehrlicherweise muss ich das sagen. Aber die Folge ist leider jetzt vorbei. Und ich werde beim nächsten Mal dann einfach mit euch weiter zocken. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Tschüss.